In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Nachrichten über It's Learning an einzelne Personen senden können. Über unser Chat-Tool, repräsentiert durch die kleine Sprechblase, die Sie hier oben rechts sehen, können Sie ganz leicht Kontakt mit zum Beispiel anderen Lehrkräften oder Schülerinnen aufnehmen. Klicken Sie einfach auf die Sprechblase und wenn Sie schon Nachrichten versendet haben oder bekommen haben, dann werden Sie diese hier angezeigt bekommen mit der jeweils neuesten Nachricht ganz oben. Um nun eine neue Nachricht zu erstellen, klicken Sie auf Neu. Im oberen Suchfeld können Sie zunächst auswählen, wem Sie eine Nachricht senden möchten. Das können zum Beispiel andere Teilnehmerinnen, Kurse oder auch Projekte sein. Sobald Sie in dieses Feld klicken und anfangen zu tippen, werden Ihnen mögliche Personen für den Austausch angezeigt. Wählen Sie einfach den oder die passende Person aus und schon können Sie im Feld darunter Ihre Nachricht verfassen. Für unser Beispiel zeigen wir Ihnen eine mögliche Kommunikation zwischen Schülerinnen und Lehrkräften. Dazu geben wir den Namen des Schülers hier oben in die Suchleiste ein. Das ist in diesem Fall der Boris Bison. Wählen ihn aus und schreiben nun hier unsere Nachricht. Wenn unsere Nachricht fertig ist, klicken wir einfach hier unten auf Senden und schon sehen wir, dass wir soeben eine Nachricht abgeschickt haben. Diese Nachricht kommt dann natürlich sofort bei unserem Schüler im Beispiel an. Und wir schauen uns mal an, wie das aussieht. Boris hat also eine Benachrichtigung bekommen, die er rechts über dem Sprechblasen-Icon sehen kann. Wenn er dann darauf klickt, sieht er sofort, dass er soeben eine Nachricht von mir bzw. von Ihnen dann bekommen hat.